Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war letzte Woche bei Primark in Hannover, meine ich. Ja, Hannover. Und war dort einkaufen. Und ich habe euch auf Snapchat gefragt, ob ich denn meinen Einkauf präsentieren soll. Und da dann so viele gemeint haben, ja, kannst du uns dann zeigen, was du gekauft hast, dachte ich, okay, machen wir einen Haul dazu und wir starten direkt. Ich fange dann mal mit den Krimskrams-Sachen an. Krimskrams nenne ich das jetzt mal. Und zwar habe ich hier einmal so eine Sonnenbrille gefunden, in so schwarz mit runden Gläsern. Und ja, was UV-Schutz angeht, weiß ich jetzt nicht, ob die so viel taugt, aber ich fand sie halt sehr, sehr hübsch. Ich kann sie auch gerne mal aufsetzen. Ja, also so würde ich sie vielleicht nicht tragen, aber ich finde, für einen Urlaub am Strand ist sie doch schon ganz cool. Und die hat gekostet 3 Euro. Also ich habe hauptsächlich vieles für meinen Urlaub schon mal eingekauft, der Ende Juli stattfinden wird. Und da habe ich halt nochmal Flipflops gefunden und die haben unfassbare 1,50 Euro gekostet. Für den Sommer einmalig, finde ich die echt super. So, dann habe ich mir noch ein paar Sandalen gekauft. Ich bin echt die letzte Person, glaube ich, auf dieser Erde, die Sandalen richtig tragen würde. Ich mag Sandalen nicht, liegt wahrscheinlich daran, dass ich Füße nicht mag. Also ich mag es nicht, wenn man Füße zeigt, aber für den Urlaub dachte ich mal, komm, ja, kannst du mitnehmen. Und einfach diese Metallic-Optik finde ich ja richtig cool. Also das ist mal was anderes als diese Standard-Sandalen mit Kork unten. Und die haben gekostet 5 Euro. Dann habe ich mir dieses kleine Ding hier mitgenommen. Und zwar ist das ein Parfüm-Refill. Dingsbums-Dings. Das kostet 2 Euro und es ist... Moment, ich öffne das mal. Das ist halt so eine kleine Flasche, wo man sein Lieblingsparfum halt drin abfüllen kann und es in die Tasche... tun kann, um es dann immer unterwegs dabei zu haben. Das sieht halt so aus. Kann man aufmachen und halt wie ein normales Parfümfläschchen in einer Mini-Größe. Ich versuche gerade rauszufinden, wie viele Milliliter da reinpassen, aber irgendwie steht da jetzt gerade nichts. Naja, ich finde das mega praktisch, weil ich wirklich immer unterwegs ein Parfum brauche und dann nicht immer diese großen Flaschen mitschleppen muss. Also entweder ich brauche ein Deo oder ein Parfum und das ist halt mega praktisch für 2 Euro. Dann habe ich mir Strümpfe gekauft. Ich finde Primark, was so Strümpfe angeht, sehr günstig und... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich zeige euch wirklich jetzt gerade den ganzen Inhalt meiner, meines Hauls. Und ich habe die mir halt in so einem Hautton geholt. Für Schuhe, die halt mal ein bisschen unbequemer sind und wo ich dann halt mal Socken brauche, um mir nicht die Füße aufzuschneiden. Ich meine natürlich Fersen. Ach ja, 5 Paar von diesen hautfarbenen Knöchelsocken kosten übrigens 2 Euro. So, dann habe ich mir eine Nagelschere mitgenommen und zwar habe ich sie mir mit einer anderen Absicht gekauft. Ich brauchte eine Schere für meine Augenbrauen und zwar so eine Minischere und die hat gekostet 1,50 Euro. Ich finde, sie erfüllt einfach denselben Zweck wie eine ganz normale, gewöhnliche Augenbrauenschere, wenn es sowas gibt. Und die kostet im Primark 1,50 Euro. So, kommen wir dann mal zum Thema Schmuck. Da habe ich mir einmal diese Ohrringe hier mitgenommen. Die haben gekostet 3 Euro. Ich habe sie mir zweimal mitgenommen. Und zwar habe ich einen Trick. Wenn mir Ohrringe sehr, sehr gut gefallen, so wie die hier, dann kaufe ich sie mir mal zweimal und bemale sie nochmal mit Nagellack. Also hier möchte ich die nochmal in Silber haben. Deshalb werde ich die nochmal mit Silbernagellack übermalen. Also diese Flächen hier von den Blüten. So schauen die übrigens aus. Dann habe ich halt ein schönes Ohrringpaar in 2 Farben. So, dann habe ich mir noch ein Ohrringpaar mitgenommen und zwar sind das die hier. Ich hoffe, der hat das jetzt fokussiert. Die haben gekostet 2 Euro, meine ich, und ja, sind halt ganz schlichte silberne Ohrringe, die ich auch schon mehrmals getragen habe diese Woche. So, dann habe ich mir noch diesen Make-up-Beutel mitgenommen. Wie nennt man das? Reisebeutel? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn mir auf jeden Fall für meinen Urlaub gekauft. Der schaut so aus, ist innen leer, sehr, sehr groß. Also da passt eine Menge rein. Ich plane da meine ganzen Schminkutensilien mitzunehmen und meine Shampoos und Deos etc. Und gekostet hat der 6,50 Euro. Ich
fand den halt richtig süß. So, kommen wir jetzt mal zum Thema Kleidung. Ich habe früher wirklich hunderte von Euros bei Primark gelassen, wenn ich mir Kleidung gekauft habe. Aber mittlerweile finde ich einfach gar nichts mehr. Und ich finde auch, dass Primark einfach das Sortiment nicht mehr erweitert, was Kleidung angeht. Teilweise sind da Kleidungsstücke, die ich mir vor 3 Jahren gekauft habe, immer noch im Sortiment. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also für mich, mir bringt es einfach nichts mehr, wenn ich die Kleidung schon habe. Aber für andere vielleicht. Und daher habe ich mir einfach auch nur 2 Teile mitgenommen, was Kleidung angeht. Und zwar einmal diese Stoffhose, Khaki. Die hat hier oben einen Gummibund und eine Schleife. Die ist halt sehr, sehr schlicht gehalten. Die halt für den Urlaub wirklich ideal oder auch jetzt, um sie einfach zur Uni zu tragen. Und die kostet 10 Euro. So, und dann habe ich mir noch einen Jumpsuit gekauft, aber die Leute von Snapchat haben das schon mitbekommen. Ich war ein bisschen traurig, was diesen Jumpsuit angeht, da er leider komplett durchsichtig ist. Und zwar hier unten. Also ich versuche das euch mal irgendwie zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt in der Kamera, aber er ist durchsichtig. Ich glaube, man erkennt es nicht mal in der Kamera. Also der ist halt so, also der schaut halt so aus, oben hat der hier Ausschnitte, das sind halt hier die Träger quasi, ganz schlicht weiß, hier hat der noch Taschen an den Seiten und der ist halt ein langer Jumpsuit und ich dachte mir halt, den kann ich schön im Sommer tragen, wenn ich gebräunt bin und komme zu Hause an und sehe, der ist durchsichtig. Hier oben wurde logischerweise Stoff drunter genäht, aber unten am Hosenteil, also da wo die Hose dann ist quasi, wurde leider gar kein Stoff drunter genäht und dadurch ist er halt komplett durchsichtig und für mich leider nicht mehr gebrauchbar. Für die ihn sich vielleicht dann noch nachkaufen möchten, der hat gekostet 22 Euro. Und falls jemand dennoch Interesse an diesem Jumpsuit hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Hannover wieder bin oder geschweige denn in einem Primark. Und daher wäre es viel zu schade, wenn jetzt einfach der bei mir rumliegt und ich das Geld auch nicht wieder bekomme. So, das war es jetzt auch eigentlich von meinem Primark-Haul. Wie man sieht, ich habe nicht allzu viel dieses Mal ausgegeben. Wenn ich das nächste Mal da bin, gucke ich mal, ob ich noch schönere Sachen finde. Dieses Mal war ich leider nicht so fündig, wie ich es eigentlich immer bin. Aber dennoch habe ich eigentlich sehr gute Sachen für den Urlaub gefunden, die ich halt dieses Jahr sehr gut gebrauchen kann. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, damit ich weiß, dass das Video gut bei euch ankam und ich auch mehr Hauls drehen könnte wieder. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Fastenzeit oder einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!